Hallo alle zusammen, guten Morgen. Ich werde mir jetzt die Haare färben. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte die gerne heller machen, blonder machen. Jedenfalls geht es nicht so, wie sie im Moment sind. Also dass hier oben irgendwie so halb hellbraun ist und hier unten so rot. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr. Und deshalb habe ich beschlossen, mir jetzt krassen Aufheller auf die Haare zu hauen. Und wenn mir das echt zu hell ist und alles, dann mache ich einfach so eine hellbraune oder hell dunkelblonde Tönung drüber, die halt auch für gefärbte Haare okay ist, also für blondierte Haare quasi, beziehungsweise graue Haare und so, sowas gibt's ja. Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Das mache ich jetzt. Und außerdem habe ich beschlossen, vegan zu werden. Ja, hatte ich ja schon in meinen Zielen 2015 anklingen lassen, dass ich das mal ausprobieren möchte eine Woche. Und ich habe es jetzt schon fast eine Woche probiert. Also ich habe zwischendurch immer mal, also zum Beispiel Veggie Patty gegessen und da ist Ei drin. Also ganz vegan war ich nicht, aber ist schon ziemlich gut, was ich mache, denke ich mal. Jedenfalls, also ein guter Anfang. Probiere ich das jetzt und zwar versuche ich auch Starch-basiert zu essen, also Stärke-basiert sozusagen, so viel Kartoffeln, Mais, Bohnen, bla, Reis und so weiter. Und ja, natürlich auch Gemüse und Obst. Also eigentlich ganz gewöhnlich vegan halt, aber mit nicht so viel irgendwie Nüsse und Öl auf Salat und solchen Sachen. Also halt klar, man braucht essentielle Fettsäuren und ähnlichen Kram, aber das geht auch mit Low, mit zum Beispiel einem Löffel Leinsamen auf Müsli oder sowas. Gut, ja, natürlich zuckerfrei, weil also den einen Tag habe ich nämlich ein bisschen Zucker gegessen und da habe ich gleich gemerkt, dass ich übelst schon wieder Mood Swings hatte, also ich schon wieder total am Rad gedreht habe und völlig verrückt geworden bin. Ja, hallo Zucker. Ja, nicht cool. Nicht cool für mich. Jedenfalls, let's do this change. Hallo, also das ist es nach dem Färben. Ist jetzt schon ein paar Stunden her. Ich habe mir die Haare auch zweimal gewaschen, also zweimal mit Shampoo, weil ich halt Vaseline über ringsherum hatte und das hat halt noch in den Haaren geklebt und deshalb musste ich mir die zweimal waschen. Ja, so sieht's aus. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Toner zulegen, so ein lila Toner-Zeug, der halt das den Gelbstich einfach rausnimmt und das so ein bisschen abascht, also abascht, aschiger macht den Farbton einfach, weil im Moment ist es halt schon sehr gelb teilweise. Ja, ich muss sagen, ich kann mich richtig damit abfinden. Ich finde es richtig cool eigentlich. Ja, sorry, dass ich in meiner Küche rumstehe, aber irgendwie ist das ein schöner sonniger Ort am Nachmittag. Ja, Seth und ich wollen jetzt auf jeden Fall in die Stadt gehen. Und mal auschecken, ob wir irgendwo eine Kamera finden, die cool ist. Ich möchte nämlich unbedingt eine neue Kamera, vor allen Dingen noch vor London. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich habe auf jeden Fall die G7X im Blick. Keine Ahnung, ob es die jetzt in der Stadt gibt und ob es die halt dort auch für einen Preis gibt, den ich cool finde. Oder ob ich mir die vielleicht doch einfach mal online hole. Aber ich war halt eh noch nicht draußen heute und es muss unbedingt noch gemacht werden. Ich möchte unbedingt raus. So, deshalb gehen wir jetzt raus. Ja, ein Video haben wir nämlich auch schon gedreht. Sehr gespannt. Es gibt wieder Footage von mir und Seth insgesamt zusammen. Ja, da freue ich mich schon drauf. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Wieder zu Hause. Sorry, meine Batterie hat schlapp gemacht. Ich habe gerade so ein Invisible-Teil drin. Könnt ihr das sehen? Das habe ich mir nämlich gekauft bei DM und zwar dieses Original-Invisible-Dingens. Ich habe nämlich gehört, dass die besser sind als die Fake-Teile, also die nachgemachten von DM und sonst was. Ja, ist halt auch Original, ne? Gute Qualität. Ihr wisst immer Original. Ist immer wahrscheinlich eine bessere Qualität als die nachgemachten Sachen. Und dann habe ich mir nochmal, also ich zeige euch das nochmal, was ich mir gekauft habe. Diese Sonnenbrille hier bei Müller. Und die setze ich nochmal gerade für euch auf. Und dann zeige ich euch hier gerade mal meinen Hut. Aber bis ich den aufsetze, muss ich meinen Zopf wieder rausmachen. Das ist der Hut, den ich gekauft habe. Der hat sich auch gleich bewährt.
Es hat nämlich angefangen zu regnen. So sieht das Ganze aufgesetzt aus. Sieht aus, als hätte das eine Mega-Krempe. Sieht jedenfalls voll korrekt aus. Ich liebe es. Und es passt mir halt auch ganz gut. Also so einen halben Zentimeter weniger wäre noch besser. Aber 54 cm Umfang ist schon nicht das Schlechteste. So, wir machen jetzt gerade Abendbrot. Chef hat so ein Käsesandwich mit Rucola und Zwiebeln. Brot. Und Zwiebeln. Da kommt noch was drauf. Und ich habe hier so meinen Tex-Mex-Salat, den es auch gestern schon gab. So mit roten Bohnen, Mais, Paprika und Gurke. Ich koche gerade noch Weizen und Kartoffeln, weil ich dachte, also erst wollte ich Weizen essen. Und dann dachte ich, ich möchte vielleicht doch lieber Kartoffeln essen. Ja, und deshalb koche ich gerade beides. Naja, den Weizen kann ich ja morgen noch essen. Gut, das war's, glaube ich, schon wieder für diesen Vlog. Ich kann euch nur sagen, dass ich mit heute sehr zufrieden bin. Dass ich zufrieden bin, dass ich irgendwann so Visibobbles habe. Dass ich eine neue Sonnenbrille habe, die mir steht und passt. Die sind nämlich auch immer viel zu groß und viel zu breit, weil mein Kopf einfach so klein ist. Dass ich einen Hut habe, der mir passt. Dass ich eine neue Haarfarbe habe, die mir passt. Und dass ich einen Freund habe, der mir passt. Das klang jetzt unanständiger, als ich das intendiert hatte. Nee, das war schon richtig. Ja, und Essen habe ich auch, das mir passt. Das ist doch 1A, oder was? Gut. Ja, wir haben ja heute nach Kameras geguckt. Ich bin jedenfalls excited und hoffe, dass sich das bald in die Wirklichkeit umtransferiert, manifestiert in eine Kamera. Ja, dann war es das. Und ich verabschiede mich heute. Ich nehme an, wir machen noch einen ruhigen Abend. Vielleicht gucken wir noch irgendwas. Keine Ahnung, wer weiß. Gut. Dann sage ich tschüss. Ciao. Das war Seth. Ciao. Hallo alle zusammen. Also ich habe mir die Haare jetzt nochmal getönt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es nicht mehr ganz so gelb. Und ja, also naja, getönt. Das ist auch eigentlich eine Färbung. Und zwar so eine leicht lilane, also eine Permuttönung sozusagen. Ich zeige euch mal, was ich überhaupt benutzt habe eigentlich. Ich habe erst diesen Aufheller hier benutzt, um meine Haare halt blond zu bekommen. Das ist der Zios Professional Performance, bla bla. 9-Stufen-Aufhellung, Platinum Blond. Es gab halt auch eine eher gelbere Version davon, also gelbstichigere, mit leistungsstarkem Aufhellkomplex und Anti-Gelbstich-Haarmaske. Sorry, mir rutscht halt die gerade alles runter von meinen Dingen. Hier sind die Haarfarben, von denen man ausgehen kann und die das halt dann wird. Naja, ist schon ziemlich dunkel geworden bei mir. Jedenfalls, ich habe dann dieses Teil hier drüber gemacht, heute Morgen. Dialight in der Farbe 10.12 Milkshake Glaze. Und ich finde, es ist schon ein bisschen gemutet. Wer ist denn das? Es ist nicht mehr so gelb. Was ich euch auch noch zeigen wollte, letztens war ich doch in der Stadt und habe einige Sachen eingekauft und habe ich, glaube ich, vergessen, diesen Pinsel hier zu erwähnen. Der ist von Essence und das ist der Precise Eyeliner Brush, aber ich benutze das halt für die Augenbrauen. Das habe ich auch heute gemacht und zwar nehme ich da halt diesen Catrice Eyeshadow in Stylight Expresso und was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, dieser Film, The Cinderella Story. Der ist wirklich ganz gut. Ich wollte euch gerade nochmal die DVD zeigen, aber das ist einer von den Dingen, die mir hier vom Tisch gerutscht sind. Wartet, einen Moment. Ja, dieser Film. Der ist wirklich voll nett, wirklich. Ja, ich hatte den ja in meinem letzten Vlog erwähnt und ist genau so eine Cinderella-Story. Genau so ein Film wie zum Beispiel Natürlich Blond, den man sich irgendwie immer wieder angucken kann. Natürlich Blond war einer meiner Lieblingsfilme damals, also in der Schulzeit, irgendwann vor 10, 15 Jahren. Ja, genau. Und das ist halt so ein ähnlicher Film. Also ähnlich nett sozusagen. Das Gute gewinnt, das Mädchen kriegt den Typen. Alles ist cool. Ich glaube, das war's mit der Ergänzung zu dem Vlog. Ja, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann. Ciao. Hallo alle zusammen. Ich war heute mit Seth bei IKEA. Wir haben einen riesigen Einkauf getätigt für viele, viele 100 Euro. Naja, so viele waren es nicht. Ein paar. Und
ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen, was wir eingekauft haben. Und da fangen wir auch gleich mal an, am besten mit diesen...